Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und wir gucken uns heute von Need to Know, ach ja, ich liebe eure Fragen doch sehr an. Ja, in diesem Format geht es glaube darum, dass er Fragen beantwortet, denke ich jetzt einfach mal und wir gucken mal rein. Wann Community-Vorschlag und natürlich werde ich den machen. Jo Leute, heute reagiere ich mal ein bisschen auf eure Reaktion zu meinem Face Reveal. Viel hat es gefallen, wie ich rumschreie und komische Sachen mache. Und heute, was machen wir jetzt eigentlich? Keine Ahnung. Was war's nochmal? Mein Handy ist aus. Bevor ich mit dem Video anfange, wollte ich sagen, dass ich heute Abend um 21 Uhr. Boah, da muss ich mal ganz kurz was sagen. Ich habe gestern, das ist kein Witz, hatte das Handy in der Hand. Und ich hab mit dem Handy so rumgespielt die ganze Zeit. Und was ist? So 10 Minuten später suche ich so mein Handy. Ich habe so das Handy in der Hand und ich gucke, wo ist denn das Handy? Hab dann wirklich überall geguckt, wo mein scheiß Handy ist. Ne? Ich habe das ganze Zeit in der Hand gehabt. Ja, passiert mal öfters mal, ne? Wenn man sein Brain zu Hause liegen lässt, stummt das immer ein in Gurkenwasser abends. Ne? Meine Zähne haue ich mir auch immer raus, sind aber keine dritten Zähne, sondern mit der Zange hole ich mir die dann immer raus. Ne? Auch in Gurkenwasser. Genau, und dann machst du frühs wieder rein. Live auf Stereo bin. Stereo ist eine App, in der man live gehen kann, aber keine gewöhnlichen Livestreams, sondern nur mit Stimme. Art von Live-Podcast. Guck, ich habe hier so ein Avatar. Könnt ihr Lippen lesen? Was habe ich gesagt? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Was? Was hat er gerade gesagt? Salami salikum? Was? Was will der? Das Coole an Stereo ist, dass ihr mir Live-Sprachnachrichten schicken kann, worin ich dann im Stream drauf eingehen kann. Also eigentlich ist das voll die coole. Nein, nein, okay, nein, können wir den Vertrag noch abbrechen? Nein, ich will's doch nicht tun. Ja, okay, verstehe. Alles klar, danke. Bis dann. Also Leute, wir sehen uns dann heute um 21 Uhr mit meinem Bruder auf Stereo. Wir reden darüber, wie meine Videos entstehen, was privat ist, oder ihr könnt meinen Bruder und mir auch einfach Fragen stellen. Und diese eine Frage, die mit einem D anfängt, könnt ihr vergessen, weil ich nicht drauf eingehe. Wisst ihr was? Ich lasse einfach meinen Bruder alle Trash-Memos beantworten. Erster Link in der Videobeschreibung, ladet euch Stereo gratis herunter. Erstellt euch einen coolen Avatar, die haben sogar Katzenohren. Macht euch alle Katzenohren rein. Und dann sehen wir uns heute Abend um 21 Uhr. Ich freue mich drauf. Los geht's mit dem Video. Hast du vor dem Video was genommen? Vor meinen Videos nehme ich immer ein Tic-Tac. Wo ist mein Tic-Tac? Woher kommt. Ja, also ich nehme auch immer vor meinen Videos was. Und zwar eine Menge Fantasie. Hilft aber, ne? Nee, ich muss einfach sagen, bei mir ist es einfach so, ich bin so, ne? Auch unterwegs, also ich bin eigentlich manchmal sogar ja, ich sag mal, Real Life, ne? Das ist das da draußen mit der besseren Engine und sowas, ne? Für die ganzen Gamer unter euch. Ist halt so, dass ich auf der Arbeit, ne, sag ich jetzt mal, der, was heißt der Clown, ne? Aber ja, mit mir kann man halt Spaß haben. Ich mache gerne mal Witze, ne? Ich unterhalte mich auch gerne mal mit anderen und sowas. Und ich wurde auch schon mal gefragt auf Arbeit, ja, ist bei Ihnen alles in Ordnung? Da habe ich gesagt, ja, eigentlich schon. Ja. Kommt die Kokosnuss! Aber falls ihr wissen wollt, ob ich vor meinen Videos Drogen nehme, nein. Hast du ADHS? Sehe ich etwa so aus, als ob ich Wurde ich auch schon mal. ADHS hätte? Sehe ich immer so aus, das würde man. Es wurde ich auch schon mal gefragt. Schon tausendmal, ob ich ADHS habe. Nee. Also eigentlich könnte ich mich da hinstellen und genau eins zu eins dieselben Fragen beantworten, ne? Das ist kein Witz, ne? Eins zu eins könnte ich da dieselben Fragen beantworten. Schön. Nein, ich habe kein ADHS, aber meine zwei Brüder haben ADHS. Aber in Real Life bin ich eigentlich voll der ruhige Typ, ich sage eigentlich fast kein Wort. Woher hast du so viele Mandarinen? Ich habe immer mindestens zwei Mandarinen dabei, egal wohin ich gehe. Übrigens wurde ich auch vor ein paar Tagen das erste Mal erkannt. Also nein, das war nicht irgendwie in Aachen oder so oder in Köln, wo ich oft unterwegs bin, sondern Ich schon um mal vom 1 Uhr Dorf. nachts auf Omegle zwischen 1000 Schwänzen. Wow! Das wird mir für ewig in Erinnerung bleiben. Stellt euch mal vor. Ihr seid so auf der Seite so, ne? Und
Und irgendjemand schreibt dann so unter mein Video so, ey, kann das sein, dass du auf Omega warst? So, ich hab dein Piep, Piep, Piep gesehen, so. Ich so, woher weißt du, wie der aussieht? Das wäre halt voll geil, ne? Obwohl man auf der Seite nie ist, nie war und nie sein wird, schreibt man schon irgendwelche Zuschauer so an. Hey, kann es sein, dass du das bist? Danke, witzig. Wow, echt super. Aber das heißt Omegle. Ja, ich weiß, eigentlich heißt es Omegle. Aber Junge, das klingt so kacke. Ich krieg davon gerade einen Schlag. Woher kommen die ganzen Kokosnüsse? Hast du deinen Hund wirklich für einen Gaming-PC einschläfern lassen? Junge, natürlich nicht! Wer denkt dir eigentlich, dass ich bin? Ich hab mir davon einen Kühlschrank geholt. Für 500 Euro kriegst du keinen Gaming-PC. Nee, aber jetzt mal wirklich. Ich hab meinen Hund nicht sterben lassen, um mir davon einen PC zu holen. Was denkt ihr eigentlich von mir? Ich bin doch kein Monster! Ich kann wirklich gut mit Tieren umgehen. Wirklich. Helmut! Was machst du da? Helmut, hör auf damit! Lass das Kack nicht in das Aquarium! Ich hab das vor einer Woche noch sauber gemacht! Helmut! Okay, haben wir sonst noch irgendwelche Fragen? Ich frage mal meine Zuschauer auf Twitter, mal gucken, vielleicht kommt da was. Ich bin ein Kokos. Okay, vergiss das. Kokosnuss! Kokosnuss! Kokos! Wow, echt tolle Frage. Wow, klasse. Hallo. Wow, heute sind die Q&A-Fragen aber besonders kreativ. Also, Hallo. Ich hoffe, das nächste wird besser. Wenn ich Bagger. Die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich meine Mutter sterilisieren lassen. Kokosnuss. Hat gar nicht wehgetan! Need to know, kannst du eine Kokosnuss mit deinem Kopf aufschmettern? Ich denke schon. Challenge accepted. Oh, ey. Oh, das würde ich never ever machen. Ne? Was ist härter, eine Kokosnuss oder eine Walnuss? Wir versuchen es jetzt. Okay, jetzt aber wirklich. Jetzt richtig. Wir haben beide Risse gekriegt. Guck, der ist kaputt. Kokosnuss aber auch. Entscheidet. Kommentiert, wer gewonnen hat. Kokosnuss oder Walnuss. Kriegst du nach dem ganzen Schreien Kopfschmerzen? Ja. Kannst du mal nackte Mandarine googeln? Nein. Wieso nackte bist du eine Mandarine? Hä? Was? Wieso sollte ich eine Mandarine? Was? Wieso bin ich eine Mandarine? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt schon, was ich nach der Aufnahme googeln werde. Geh raus! Ah! Wer ist das? Die Gustas wollen sich bei mir rächen! Ah! Mama, helf mir! Mama, ich bin's, Elias! Warum bleiben die stehen? Was? Mama, nein! Mama, nein! Nein! Was? Ah! Meine rechte Pobacke! Ah! Wie viele Frauen hast du nach deinem Face-Reveal-Video schon gehabt? Minus 12. Wenn du ein Tier wärst, dann wärst du ein Stinktier. Kokosnuss! Mann, wenn ich die Kokosnuss mal brauche, dann kommt sie nicht! Wie kamst du auf deinem Namen Need to Know? Ah, gute Frage. Ich habe früher Faktenvideos gemacht, die sahen ungefähr so aus. Und so sehen meine Videos heute aus. Das passiert, wenn eure Eltern sich Qualitätsoffensiv. Bist du homophob? Wieso sollte ich Angst vor Schwule haben? Need to know, was zockst du so? Phasmophobia. Geil. Komm, krieg mich doch, du kannst eh nicht durch die Tür kommen. Blöd, Mann. Moment, ich wollte gerade sagen, ne? Ich habe nämlich gelesen, dass das Spiel ein Update bekommen hat. Und jetzt auch die Geister durch die Türen und sowas kommen. Selbst wenn man irgendwie die Tür zuhält. Die Tür kommen. Blöd, Mann. Hören deine Nachbarn dich nicht rumschreien? Doch. Man kann hier wirklich alles hören. Also meine Nachbarn sind direkt da. Und die haben auch übrigens ein Kind jetzt seit kurzem gekriegt. Und irgendwie legt das sich ständig mit mir an. Irgendwie versucht es ständig lauter zu sein als ich. Nein. Du kannst nicht lauter sein als ich. Ich werde für immer der Lauteste bleiben. Kurze Pause. Da
Da sind Steine drin. Need to know, zeig mal die Outtakes von deinem Video. Sehr viele Leute haben sich dafür interessiert, wie mein Video so zustande kommt. Zum Beispiel für die Zehen, wo ich immer weine, da reibe ich mir immer eine Zwiebel in den Augen. Ich habe das schon so oft gemacht, mittlerweile tut das schon gar nicht mehr weh. Pass auf. Hat nicht wehgetan. Oder auch bei dieser Zehen, ich musste hier so oft auf mein Handy springen, weil ich es nie richtig hingekriegt hatte. Das war echt wirklich... Dich. Was? Ich hasse dich. Hast du das? Hast du das gerade gesagt? Was hast du gerade gemacht? Wie war das? Was hast du da gerade gesagt? Wenn du was zu sagen hast, dann sag es. Komm, trau dich, sag es, trau dich. Oh ja. Fester? Was hast du da gerade gesagt? Hast du dir schon wieder in die Hose gekackt? Ich freue mich echt jedes Mal, wenn ich eure kreativen Fragen lesen darf. Meine Oma ist ein Fan von dir. Das ist nicht deine Oma, das ist ein Pummelo. Kannst du auf meinem Backofen Fisch... Wie groß sind da... Boah, das ist so... Boah, stellt euch mal vor, ihr habt so... Habt so jemanden in der Community... ich weiß gar nicht, welche deutsche Streamerin das mal war, oder ist besser gesagt, die kriegt ja auch ganze Zeit so Nachrichten auf Twitter und so. Die habe ich mal vor einem Jahr verfolgt und die hat so Nachrichten bekommen, kannst du mal ein Foto von deinen Füßen machen oder deine getragene Unterwäsche schicken. Also wie schon gesagt, das Angebot steht noch, ich kann meine getragene Unterwäsche auch zu euch schicken. Kostet nur ein bisschen, ne? Kommt immer drauf an, wie lange ihr das wollt, weil ich eigentlich meine Unterwäsche jeden Tag wechsle. Deshalb, also pro Tag würde ich schon 100 Euro hochgehen, ne? Also, aber trotzdem, schreibt mich an. Aber ihr kriegt keine Bilder von meinen Füßen, ne? Das ist so eklig. Ihr kriegt erst Bilder von meinen Füßen, wenn ich da richtig Haare drauf habe. So richtige Hobbitfüße habe. Antibung, von allen Fragen, die du mir hättest stellen können, hast du dich für diese entschieden. Du hättest fragen können, wie viel ich verdiene oder ob ich mal was geklaut habe, aber nein, du hast dich für die Frage gerade entschieden. Warum? Kannst du auf meine Katze aufpassen? Boah, vor allen Dingen. I have a challenge for all of mit einer Waschmaschine. Every computer in your house, your mom's, your dad's, your sister, your brother's computer. Need to know, kannst du in deinen Hintergrund reinspringen? Tatsächlich geht das wirklich, weil hinter meinem Hintergrund ist eigentlich nichts. Das ist ein leerer Raum. Also ich kann es wirklich mal ausprobieren. Okay, wie mache ich das denn? Warte. Okay, das wird schwer, aber ich werde es wirklich mal versuchen. Ich habe eigentlich voll Bock. Ich werde es echt mal gucken. Aber so richtig... Ich lege kurz mal ein paar Decken da hinten rein, damit ich mir nicht wehtue, weißt du? Okay, jetzt müsste eigentlich alles soweit fertig sein. Boah, ich habe irgendwie das Gefühl, dass okay, alles kaputt geht, ne? Einfach so. Ganze Konstruktion. Ich gehe auf die Couch drauf, dann kann ich wirklich Schwung nehmen. Okay, bin gespannt. Okay, ich mach's jetzt. 3... 2, 1. Wie oft hast du schon mal mit einer Mandarine rumgemacht? Das Interessante hieran finde ich, dass er nicht mal gefragt hat, ob ich schon mal mit einer Mandarine rumgemacht habe, ja, sondern einfach nur, wie oft ich es schon getan habe. Als ob er davon ausging, dass ich schon mal mit einer Mandarine rumgemacht habe. Was sind eigentlich eure Erwartungen von mir? Wäre es klug, einen Biber zu adoptieren und ihn Erdnussbutter zu nennen? Es wäre klug, dich einsperren zu lassen. Ich glaube, mein Kater will mich umbringen. Was soll ich tun? Boah. Es geschehen lassen. Was ist das? Guck mal, ich habe einen Glückskeks gefunden. Da bin ich mal gespannt. Wo ist mein Zettel? Hat Gustav Mandarine eine Freundin? Katharina, ich weiß nicht, was du hiermit sagen willst, aber bitte such dir Hilfe. Magst du meinen Schneemann? Ich finde, er ähnelt dir irgendwie. Okay, wenn ich deine Mutter wäre, hätte ich dich schon längst zur Adoption freigegeben. Guck mal, diesen... Ey, Moment, man kann immer noch die Kinder, ne? Also würde ich das ja mit meinen Kindern auch machen. Man kann ja die Kinder immer noch in die Babyklappe reinstecken, ne? Also ist ja immer noch möglich, ne? Also ich würde so machen. So in Pubertät und sowas, ne, wenn man keinen Bock hat, ne, kann man die ja immer noch wegbringen, ne? Kann ich mit meinem Mund auffangen? Pass auf. Aua. So, hast du mal wieder, schon wieder alles kaputt gegangen? Wieso am Ende von meinem Videos ist irgendwie immer alles kaputt? Offen liegen da 2 Orangen und 2 Mandarinen. Wie lange liegen die da schon? Vielen Dank an meine Mutter, die mir Kokosnüsse und einen Bobbycar auf meinen Kopf geschmissen hat. Das Bobbycar hat übrigens viel mehr wehgetan, als ich es erwartet hätte. Trotzdem mit Helm hat das echt furchtbar wehgetan. Übrigens werde ich auch ein Postfach eröffnen, damit ihr mir Pakete zuschicken könnt und damit ich auch noch mehr von euch gemobbt werden kann. Folgt mir mal auf Instagram und Twitter, dann werdet ihr da informiert. Und ja, das wär's dann. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Kokosnuss, sag mal tschüss. Tschüss. Bis dann. Oh, geil. Okay, gefällt mir. Muss ich echt sagen, gefällt mir mega.
Ich kenne aber von ihm noch die Videos ohne Facecam. Ne, die kenne ich auch noch, aber die sind, glaube ich, schon. Der ist ja nie eigen. Also, wenn ich mich jetzt nicht vertue, ist er nie richtig berühmt geworden, sage ich jetzt mal, mit den Videos, wo der zu Katzen wie, also zu Katzen und sowas immer was gesagt hat. Ich weiß schon gar nicht mehr. Aber richtig cooler Dude, macht mega Spaß, ihn zuzuschauen, und man weiß auf alle Fälle, dass man der Normalste auf der Welt ist. Also wenn ich sowas sehe, dann weiß ich, alles klar, meine Eltern haben alles richtig gemacht, außer meine Geburt. Und ja, damit sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.